Da ist die Durchführung durch die Arbeitsplatte von dem Draht. Geht dann darunter, da ist die Klammer relativ nah angebracht. Und dann ein Stückchen weiter ist einfach der Draht dann an so einer Halteklammer. Da hängt einfach ein Eimer dran. Da ist die Arbeitsplatte. Da ist jetzt einfach hier eine Dachlatte als Führung. Ein bisschen Klebeband, damit das Material besser dran rutscht. Wenn jetzt einer, sagen wir mal, einen Sägetisch hat, dann hat er ja sowieso schon eine Öffnung oder einen Frästisch, wo die Fräse eingespannt wird. Da kann er dann auch praktisch den Draht einfach durchführen, Fräse dran weg, Draht durch und einen Eimer oder ein anderes Gewicht dran hängen, damit der Draht gerade runterhängt und fertig. Ne? So. Und da ist auch wieder so Krokodilklemme. Je nachdem, wie nah man das praktisch an der unteren anbringt, umso heißer wird das. Damit kann man das jetzt bei einem normalen Netzteil auch noch ganz gut einstellen, von der Wärme her, wenn man jetzt kein regelbares Netzteil hat. Ganz stinknormale Krokodilklemme. So, und das hängt jetzt an einem ganz normalen PC-Netzteil dran. Das habe ich jetzt einfach mal provisorisch gemacht, zum Demonstrieren, dass es auch funktioniert. Das ist so ein älteres PC-Netzteil. Das wird, das braucht ja vom Motherboard einen Kontakt, dass es anläuft. Das ist das grüne Kabel, das ist der Motherboard-Stecker, da ist das grüne Kabel. Und das wird einfach gegen Masse, also schwarz, kurz geschlossen und dann läuft das PC-Netzteil an. So, und dann kann man praktisch dann die Kabel an einem gelben Draht, einem schwarzen Draht befestigen und hat dann die Spannung für den Heizdraht. Und ja, läuft. So, ich schmeiße nochmal das PC-Netzteil an und dann demonstriere ich das, dass es auch funktioniert. Geht da ein bisschen langsamer, weil die Spannung nicht so hoch ist. Aber es funktioniert. So, das PC-Netzteil ist jetzt an. Ich habe mir da auf dem Schaumstoff da eine Markierung gemacht und unten einen Anschlag. Das ist ein altes Polster, das will ich mir zuschneiden für was anderes. So, und jetzt fahre ich da langsam rein. Das dauert jetzt zwar ein bisschen, weil der Draht spannt sich und dann muss man immer einen Moment anhalten, dass er nachläuft. Das ist jetzt ein ganz normaler Edelstahldraht. Normalerweise, da gibt es extra, wo diese, wie heißen diese elektronischen Verdampfer, da gibt es so Verdampferdrähte. Wenn man jetzt spezielle Heizdrähte kauft für Thermosägen, wie man das so nennt, dann zahlt man für einen 2 Meter Draht, keine Ahnung, 7, 8 Euro. Für 2 Meter und wenn man aber jetzt zum Beispiel bei eBay nach Widerstandsdraht sucht, was ja im Grunde genommen nichts anderes ist, wo für Dampfer und so weiter verkauft werden, dann kostet 5 Meter Draht, was ich, 2,90 Euro. Falls er mal reißt, ist das natürlich erheblich kostengünstiger. Das ist jetzt halt ein relativ dicker Block. Also wenn man Styroporplatten mitschneiden will, dann geht das erheblich schneller dann. Außer man tut das schmilzt auch leichter wie der Schaumstoff. Da muss ich jetzt relativ langsam durchfahren, weil das Netzteil eben nur 12 Volt liefert. Mit dem anderen Netzteil, wo ich letztens mal gezeigt habe, das bringt ja 15 Volt, da geht das schon ein bisschen flotter. Und hat auch ein bisschen mehr Ampere wie so ein PC-Netzteil. Aber wenn man jetzt nur ab und zu mal irgendwie eine Kleinigkeit schneiden will, dann hat man im Prinzip, man braucht nur irgendwie eine Arbeitsplatte, da kann man eine Spanplatte nehmen, Draht durch, einmal drunter und für, was weiß ich, 3 Euro so ein Draht, ein paar Krokodilklemmen, die kosten, was weiß ich, im Elektronikhandel 1,50 Euro. Und wenn man dann überlegt, dass so Thermosägen, die kosten ja um die 200 Euro, ne?
Und das Ding kann man dann, ein altes PC in der Zahl, das kriegt man überall auf dem Schrott, beim Elektromüll oder so. Das sieht schon recht gerade aus, muss man langsam durchfahren. Dann ist man da, da hat man im Prinzip so ein mobiles Gerät, man muss nur irgendwo das an der Decke befestigen, den Draht, einfach einen Haken reinschrauben und dann runterhängen, unten Gewicht dran, durch eine Platte führen. Und wenn man Angst hat, dass die Holzplatte anschmort durch den heißen Draht, dann macht man das Loch ein bisschen größer, klebt kurz ein Alurohr ein oder ein Stahlrohr und führt da den Draht durch und dann passiert da auch nichts. Aber so heiß wird er ja nicht. Es reicht ja gerade aus, um so Schaumstoff zu schneiden. So, jetzt haben wir schon zwei Drittel durch. Sind wir gleich durch den Block. Und dann gucken wir uns mal das Ergebnis an. Weil der ist unten nicht ganz gerade. Darum muss ich jetzt unten so mit einer Hand ein bisschen andrücken. Läuft das schon. Wenn ich die Klammer jetzt noch ein bisschen weiter runter machen würde, dann wird es entsprechend noch heißer werden. Nachteil an dem Gerät ist halt, dass man es eben nicht regeln kann. Es sei denn, man wird da noch jetzt irgendwo so einen Regler dazwischen hängen. Umschalter mit Widerständen oder irgendwie was ähnliches. Aber für solche Zwecke, so altes PT-Netzteil, sind wir ganz geschickt. So, sind wir gleich schon durch. Und schwupp, da ist er. So. Und jetzt ziehe ich das mal auseinander. Muss mal gucken, ja, so leichte Brandspuren zu sehen. Aber ich glaube, der Schnitt, der kann sich sehen lassen, ne? Ist ziemlich gerade. Ja, und das mit dem PC-Netzteil. Sieht man das nochmal, die zwei Hälften auseinander. Also dazu so ganz, ganz minimale Wellen, aber wenn man das zum Polster nimmt, da sieht kein Mensch mehr von außen dann.